Wir schreiben das Jahr 2023. Die globalen Spannungen sind hoch, die Handelsrouten werden immer stärker frequentiert. Und Piraten, die einst nur noch in Geschichtsbüchern und Hollywood-Blockbustern existierten, erleben ein gewaltiges Comeback. Überall auf der Welt, aber besonders in den tückischen Gewässern vor der Küste Somalias und im Golf von Guinea, terrorisiert eine neue Generation von Piraten Handelsschiffe, nimmt Geiseln und erbeutet wertvolle Ladung. Dies ist nicht nur ein Problem für Reedereien, sondern eine Bedrohung für den Welthandel, eine Belastung für die Wirtschaft und eine deutliche Erinnerung an die Schwachstellen, die in unserer vernetzten Welt immer noch existieren. Die Zeiten von Augenklappen und Papageien auf der Schulter sind vorbei. Die heutigen Piraten sind mit hochentwickelten Waffen, GPS-Trackern und Hochgeschwindigkeitsmotorbooten ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, ihre Ziele schnell zu überwältigen und wieder in den Weiten des Ozeans zu verschwinden. Sie agieren mit einer Dreistigkeit, die viele überrascht hat, und die dringende Notwendigkeit einer koordinierten globalen Reaktion auf diese eskalierende Bedrohung deutlich macht. Um die Ernsthaftigkeit der Lage zu verstehen, ist es wichtig, den jüngsten Anstieg der Piratenangriffe zu untersuchen. Gehen wir zurück ins Jahr 2016. In diesem Jahr meldete das Internationale Seeschifffahrtsbüro einen besorgniserregenden Anstieg der Vorfälle, insbesondere in Südostasien. Im Jahr 2017 hatte sich die Situation weiter verschärft, als somalische Piraten einen Öltanker, die Aris 13, entführten und damit zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Handelsschiff erfolgreich kaperten. In den Jahren 2018 und 2019 ging die Zahl der Angriffe leicht zurück, was einen Hoffnungsschimmer bot, dass sich das Blatt vielleicht wenden würde. Doch der Optimismus war nur von kurzer Dauer. Die Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 brachte unvorhergesehene Herausforderungen mit sich, denn die wirtschaftliche Notlage und die reduzierten Seepatrouillen schufen einen perfekten Nährboden für die Piraterie, die wieder aufblühte. Vor allem der Golf von Guinea entwickelte sich zu einem neuen Epizentrum für diese Kriminellen. Das Wiederaufleben der Piraterie ist nicht nur eine Frage der maritimen Sicherheit, sondern hat auch erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die globale Schifffahrtsindustrie und damit auf die Weltwirtschaft. Jede Entführung, jeder Akt der Piraterie kostet die Reedereien Millionen von Dollar an Lösegeld, verlorener Ladung und erhöhten Versicherungsprämien. Die Last dieser Kosten wird letztendlich auf die Verbraucher abgewälzt, was zu steigenden Preisen und Auswirkungen auf unmittelbaren Verluste hinaus. Die Bedrohung durch Piraterie zwingt Reedereien dazu, kostspielige Vorkehrungen zu treffen, wie Zansbe die Umleitung von Schiffen, die Anheuerung privater Sicherheitsdienste und Investitionen in Sicherheitsvorkehrungen für ihre Schiffe. Diese Maßnahmen sind zwar notwendig, schmälern aber die Gewinnmargen und tragen zu den steigenden Kosten für Waren und Dienstleistungen weltweit bei. Diese wirtschaftliche Belastung unterstreicht die Dringlichkeit, wirksame und langfristige Lösungen zur Bekämpfung der Piraterie und zur Sicherung der internationalen Schifffahrtswege zu finden. Abschnitt 4 mit Feuerkraft gegen Feuerkraft technologische Gegenmaßnahmen. Angesichts dieser wachsenden Bedrohung steht die internationale Gemeinschaft nicht untätig daneben. Sowohl Regierungen als auch private Unternehmen investieren massiv in modernste Technologien, die darauf abzielen, die Piraterie von heute zu verhindern, zu erkennen und letztendlich zu besiegen. Eine besonders vielversprechende Innovation stammt von dem Ingenieur Andreas Gohlmeier. Ein Hochdruckwasserkanonensystem, das in der Lage ist, Piraten abzuwehren, ohne tödliche Verletzungen zu verursachen. Gohlmeiers System, das bereits auf Handelsschiffen getestet wird, ist nur ein Beispiel für den Einfallsreichtum, der zur Lösung des Problems der Piraterie eingesetzt wird. Weitere technologische Fortschritte sind Drohnenüberwachung, unbemannte Flugzeuge, die mit hochauflösenden Kameras ausgestattet sind, liefern Echtzeitinformationen und Überwachungskapazitäten, die es den Behörden ermöglichen, riesige Meeresgebiete zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu verfolgen. Akustische Abschreckungsmittel,
Diese Geräte senden starke, gebündelte Schallwellen aus, die Piraten desorientieren und abwehren können, ohne dauerhafte Schäden zu verursachen. Intelligente Bojen. Diese hochentwickelten Bojen sind mit Sensoren ausgestattet, die die Anwesenheit von Schiffen in der Nähe erkennen, die Wetterbedingungen überwachen und sogar den Klang von Schusswaffen identifizieren können, wodurch sie den Seebehörden wertvolle Daten liefern. Der Kampf gegen die Piraterie ist noch lange nicht vorbei. So schnell die Technologie voranschreitet, so schnell entwickeln sich auch die Taktiken derer, die außerhalb des Gesetzes operieren. Die Innovationen, die heute entwickelt und eingesetzt werden, bieten jedoch einen Hoffnungsschimmer. Durch die Kombination modernster Technologie mit internationaler Zusammenarbeit und soliden Rechtsrahmen können wir ein sichereres maritimes Umfeld für alle schaffen. Die Zukunft der maritimen Sicherheit hängt von unserer gemeinsamen Fähigkeit ab, uns anzupassen, Innovationen zu schaffen und denen, die den freien Fluss von Gütern und Menschen über unsere Ozeane bedrohen, immer einen Schritt voraus zu sein. Das Wiederaufleben der Piraterie ist eine deutliche Erinnerung daran, dass die Meere trotz all ihrer Schönheit und Weite ein gefährlicher Ort sein können. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Gefahren nicht ungebremst eskalieren und die Wasserstraßen der Welt für kommende Generationen offen und sicher bleiben.